Leute, ich bin manchmal ein Idiot. Muss ich einfach mal so sagen, wie es ist. Ich begrüße euch hier jetzt erstmal ganz herzlich natürlich wieder zurück zu Story of Seasons, A Wonderful Life. Das Ding ist, ich will angeln, um euch zu zeigen oder um zu schauen. Jetzt zeige ich es euch, aber um zu schauen, ob ich auch hier was jetzt anderes fange, weil ich das ja in der letzten Folge nicht mehr erreicht hatte, dass ich da irgendwas fange. Alles schön und gut. Ergebnis werdet ihr wahrscheinlich gleich sehen oder auch nicht. Nein, ein Forellenbärschlein. Nur weil es klein ist, muss man es gleich Lein nennen, ne? Also Bärschlein. Ja, es heißt ja auch Kindlein und nicht Kind, ne? Wobei, manche würden noch sagen Kindchen. Könntest du mal langsam... Danke. Mit einem Lein ist einfach alles kleiner. Also wenn euch mal eure Freundin sagt, oh, musst du schon wieder einen Döner essen, dann sagst du, nein, das ist kein Döner, das ist ein Dönerlein. Weil es ein kleiner Döner ist. Ganz kleiner. Dönerlein. Wenn es ein XXL-Döner ist, das ist nur ein Döner. Solltet ihr euch merken. Nur einen kleinen Happen. Ein Dönerlein. Forellenbarschlein. Ja, der Amo-Wels. Und ein Wels ist ja nun mal groß. Und das hatte ich halt in der letzten Folge oder beziehungsweise in der Aufnahme gefragt, wo halt die Aufnahme irgendwie anscheinend nicht gestartet ist. Verniedlicht man wirklich beim Angeln Wels und Welslein? Wäre mir jetzt neu. Und ich glaube, mit 56, beziehungsweise den Wels, den ich gefangen hatte, mit 52, würde ich nicht als klein bezeichnen. Als Welslein würde ich so wirklich so 20 cm gehen. Also 50 cm ist doch schon ein ordentlicher Wels. Oder täusche ich mich da so stark? Die Angler unter euch gerne mal ab in die Kommentare damit. Was hast du anzubieten? Ich habe hier... drei... Na, super, nicht gerade viel. Ich möchte aber über die 20.000 kommen wieder. Ich möchte ein gutes Gewissen haben. Ah, schön. Damit habe ich meinen Angel wieder raus. Das sind doch schon mal gute Nachrichten. Ich habe meinen Angel raus. Okay. Er macht jetzt gleich Feierabend. Ich glaube, um 18 Uhr war das. Wir können noch mal gucken. Ich glaube, die Kuh ist jetzt bereit, noch mal gemolken zu werden. Ja. Eine Henne muss doch auch noch mal hier bereit sein. Frage ist, wo ist die Henne? Hier ist sie auch nicht. Ihr seid doch die Hähne, nicht die Hennen. Hä? Er macht zu. Gleich 18 Uhr. Steckrübe S. Das ist doch das, was ich sehen wollte. Genau das und nichts anderes. Es müsste doch die nächste Stufe sein, oder? Ich glaube, so war das, ne? Damit mache ich mir jetzt eine bessere Variante. Habe ich noch Steckrüben oder muss ich welche aufbewahren? Nee, ich habe keine mehr, seht ihr mal. Und mich habe ich auch keine mehr, genau. Deswegen hatte ich das ja alles verkauft. So, hier kann ich jetzt Kartoffeln sehen.
Links, die Steckrüben haben verdammt lange gebraucht. Aber Kartoffeln habe ich jetzt zu wenige. Kann ich nur 9. Ne, ich brauche. Sind 12, die ich pflanzen kann, ne? Aber wenn die Steckrüben nicht so lange brauchen würden, da habe ich Kartoffeln. Wenn die rauskommen, habe ich 12. Ich brauche 12. Das wäre jetzt natürlich nicht schlecht zu wissen. Wie muss ich das Ganze jetzt hier angehen? Weil schlussendlich muss ich auch schon wieder düngen, mal davon abgesehen. Ich habe auch noch nicht herausgefunden, muss man das jetzt abwechselnd machen oder nicht? Weil es ist irgendwie auch Platzverschwendung, finde ich, ne? Aber cool finde ich auch, man kann die Sachen hier nicht überdüngen, so wie es aussieht. So, dann düngen wir mal. Und die Kartoffeln düngen wir auch mal. Ja, komm, ist mir jetzt egal. Die 5 mehr machen jetzt auch keinen Unterschied mehr aus. So, dann holen wir euch mal rein. Müssten sie alle drin sein, ne? Genau. Ah, halt, ich wollte einen verkaufen, ne? Darf ich auch nicht vergessen. Einen der Männer. Wieso sind die Hennen eigentlich so viel mehr wert? Einrichtung bestellen, 20.000, ja, 45.000 ist das nächste. Okay. Also ich stelle mir jetzt die Frage, wie geht es jetzt weiter? Mache ich jetzt die ganze Zeit hier nur Geld sammeln, bis ich dann irgendwann mal vielleicht mal doch zur Heirat eingeladen werde oder keine Ahnung? Aber jetzt können wir mal ganz kurz gucken, wegen der Enzyklopädie, was ich meinte. Es gibt 5 Fische jeweils. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann kam jetzt der neue dazu, der Amorwels. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bronze, Silber, Gold. Und das ist dann wahrscheinlich irgendwas anderes. Vielleicht irgendein spezieller Fisch oder so. Bronze, Silber, Gold. Gottes? Hake? Diamantenhake? Keine Ahnung. Wir legen uns einfach schlafen. Oh, da kriegt man glatt Hunger, oder? Oh, es regnet und ich habe meine Tiere reingeholt. Danke. Dadurch werden meine Tiere nicht krank. Meine Sachen hier wachsen. Ich muss sie nur düngen. Macht es mir bei weitem einfacher und ich habe Zeit gespart. Ihr seht hier, ich kann nicht mehr düngen. Und das ist das, was ich meine, was ich gut finde. Also man kann es nicht überdüngen, aber ich glaube auch nicht, dass es dann in dem Augenblick die perfekte Variante ist, sondern dass es da wirklich noch einen höher geht. Eins, zwei, drei. So. Ich hoffe, du fährst, war das jetzt nicht am Schlafen, ne? Nein, Gott. Du hast nur genossen. Huh. Schaf hat geschlafen, bis ich mich eben genähert hatte. Insofern fühle ich mich keiner Schuld bewusst.
Das Schaf hat jetzt was gegessen. Das ist auch gut. Dann kann ich da wieder auffüllen. Weil das Pferd schläft. 77 Stück einmal drin. Perfekt. Qualität und Gesundheit sind super. Warum ist die Gesundheit vom Schaf beeinträchtigt? Geht es gut? Ha. Egal. Kümmern wir uns einmal um unsere Hühner. Schauen wir mal, wie es denen geht. Achso, und kuscheln sollte ich die auch. Ja. Nein, du sollst das Ei aufsammeln. Ach, tschüss, ne? Toll, und der Hahn, der pennt wieder. Hm. Das sieht ja soweit eigentlich jetzt alles hier tippitoppi aus. Alles läuft. Alles arbeitet sozusagen automatisch. Sieht es hier aus? Auch nicht mehr lange. Ist das auch fertig? Das sind 300. Das wären 500, die ich damit bekommen würde. Nicht wirklich lohnenswert. Wir können ja mal gucken, was wir jetzt hier für einen Fisch bekommen. Damit wir schon mal so ein bisschen das Ganze abgrasen können. Wir zoomen ran. Und hoffen jetzt einfach mal auf einen anderen als den Wakasagi-Line. Oder Wakasagi. Ein Forellenbarsch? What? Warum erhalte ich hier einen Forellenbarsch? Passt ja gar nicht. Das ist ein Wakasagi. So wie der sich gerade anstellt, das muss ein Wakasagi sein. Seht ihr? Ich erkenne es daran, wie die Fische anbeißen, was es ist anscheinend. Zögerlicher würde ich sagen, das ist ein Forellenbarsch. Der hat irgendwie scheinbar Zeit, bis der mal anbeißt. Der hat jetzt nicht einmal probiert anzubeißen. Der guckt es einfach nur stur an. Der ist echt vorsichtig. Forellenbarsch. Ja? Na? Hm? Seht ihr? Pui, kommt hier auch nicht mehr runter. Mann. Immer muss man hochrennen zu den Leuten, ne? Bei dir hat morgen schon wohl wirklich Gold im Mund, hä? Ich habe mich schon immer gefragt, wie es wohl wäre, Winterschlaf zu halten. Mach das doch. Hier oben darf ich auch drauf rumgehen? Stimmt. Stimmt, ich darf oben drauf rumgehen, aber ich darf nicht runterfallen. Yeti ist da. Pui ist auch da.
Mofafa. Mofa, Mofa. Mal gucken, ob du noch einen möchtest. Mofafa. Mofa, Mofa. Wie viel nimmst du denn? Nimmst du noch einen? Okay. Ja, stopf dich ruhig voll, ne? Also Eier mag er nicht. Wie sieht es mit Spießkraut aus? Momomoff? Momomoff? Süßkartoffelsuppe? Momomoff? Okay. Also er ist eher so der Fischliebhaber. Aber 4 Fische konnte ich an ihn loswerden. 4 Fische, das wäre so viel Geld gewesen. Nein, das wäre jetzt nicht viel Geld gewesen, aber egal. Tomamelo-Salat. Tomaten-Melonen-Salat. Tomamelo. So, so Salat, so. Mukumuku. Ist nicht der Yetis Mukumuku? Ist Pui jetzt schon unten? Oder habe ich den jetzt übersehen? Nee. Hä? Pui, wo bist du? Pui, Bu. Oh, ich kann meine Tiere rausholen. Schön. Kommt raus, ihr Tiere. Genießt die Sonne. Raus auf die Weide. Das Geflügel lassen wir natürlich auch aus. Versteht sich von selbst, ne? Das Küken, das rennt wahrscheinlich hier irgendwo rum, hä? Ich sehe das Küken mal wieder nicht. Okay. Ja, sorry, ich spiele gleichzeitig noch Everdream Valley. Ich habe immer so diese panische Angst, dass die Hühner abhauen. Nur weil ich denen nicht lang genug den Hintern gestreichelt habe. Das gibt's doch nicht. Sind die immer noch nicht fertig? Drehen. Er fragt mir ja jetzt schon ganz schön weit, ne? Muss man ja sagen, was das Drehen angeht. Und wer hat seinen Hund schon auf volle Stufe alle Tricks? Eine Drehung. Anderthalb kriegt er ja schon hin, ne? Was kann dann jetzt schon? Das Springen fehlt noch. Springen. Ich weiß nicht, ob das jetzt höher wird oder größer wird oder... Ich kann es auch nicht sagen beim Springen. Ich sehe da jetzt so irgendwie keine Unterschiede. War das jetzt doof von mir? Ah, Springen hat er geschafft. Aber der ist glücklich. Das freut mich doch schon mal. Einnahmen. Einnahmen sind besser als keine Namen. So. Wie lange denn noch? Oh. Junge, du machst mich verrückt. Was habe ich da jetzt gepflanzt? Ah, nichts, weil ich unentschlossen war, ne? Genau. Aber krass.
Das sind wirklich Esssamen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Bis wann sind die Rüben haltbar? Sommer bis Winter. Könnte funktionieren, dass die... Nein. Genau, machen wir es so. Ich kann es nicht mehr drüber packen. What? Please explain to me. Ist es wirklich das Beste, was geht? Habe ich noch mehr Dünger jetzt oder nicht? Hatte ich nicht Dünger gekauft? Oder ist jetzt in meinem Lager gelandet? Habe ich jetzt so viel gedüngt? Dünkt es mir, dass ich irgendwie total ballerballer im Kopf bin? Wo ist das ganze Zeug hin? Ich verstehe es gerade nicht. Oh, Rezept für Curry gelernt und zu schnell gelesen. Wachsen Beeren. Ich habe ein Rezept für Curry gelernt. Dieses Waschbecken ist ziemlich tief. Daran lässt sich wahrscheinlich viel Gemüse auf einmal waschen. Okay. Einfach mal so ein Rezept gelernt mit Curry. Ja. Kann ich hier noch was lernen? Nö. Also scheinbar kann man in den Häusern was finden, wo man was lernen kann. Ist natürlich nice to know. Sollte ich mich doch nochmal hier umschauen. Oh, ein Zettel. Einfacher Salat, den man kennen und lieben sollte. Schnelles eingelegtes Steckrüben. Ein Zettel angeheftet. Einfacher Salat, den man kennen und lieben sollte. Tomamelo-Salat, Tomate und Melone, Tomate und Karotte. Okay. Ein riesiger Kühlschrank, ein Zettel ist dort angeheftet. Einfache Suppen, die man kennen und lieben sollte. Süßkartoffelsuppe, Tomatoma-Suppe, Tomate und Karotte. Ja, lass mich durch. Dieses Gericht riecht einfach himmlisch. Lu muss ihr spezielles Gewürz hinzugegeben haben. Aber hier sind sonst kein... Halt. Das sind Zettel, die kann ich aber nicht lesen. Niemand da und ich darf da nicht rein. Mist. Boah. Oh cool, da darf ich hin. Auf dem Tisch liegt ein Zettel. Suppenzutaten. Eine Steckrübe, eine Süßtoffel, ein Fisch. Obwohl sie unglaublich realistisch aussieht, ist das eine Kunstpflanze. Es riecht leicht nach Insektenschutzmittel. Was sagt denn Lu? Danke fürs Vorbeikommen. Du kannst dich hier gerne eine Zeit lang ausruhen. Das ist unser bescheidenes Heim. Fühl dich wie zu Hause. Wir teilen gerne. Ja, aber ich darf mich hier irgendwie scheinbar nicht ausruhen. Okay. Also ein Rezept haben wir gefunden. Das Curry. Und ich glaube, die anderen Rezepte hätten wir wahrscheinlich auch gefunden, wenn sie uns nicht die Wichtel gegeben hätten. Aber das kann ich jetzt auch nicht hundertprozentig sagen.
So, schön die Milch eingesackt. Und dann hole ich euch mal wieder rein. Die Hühner holen wir auch mal rein. So, das wächst hier alles noch. Und das auch, und das werden dann auch essen, ne? Das ist eigentlich schon krass, muss ich sagen. Aber gut, freut mich, umso besser. Was kriege ich dafür, wenn ich die verkaufe? Ja. Kann man so hinnehmen, würde ich sagen, oder? Gut, dann würde ich aber auch sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tru, haut rein. Tschö, tschö.